aus den YouTube-Kommentaren von Fnord Perfect. Wie groß ist die kleinste urheberrechtlich geschützte Einheit? Wenn ich aus 1 Million Liedern jeweils 0,25 Millisekunden rausschneide und zu einem Track von knapp 3 Minuten Länge verwurste, muss ich dann für 1 Million Lieder GEMA-Gebühren zahlen? Nein, man muss dann bloß mit 1 Million Urhebern erstmal die Herstellung bzw. das Urheberpersönlichkeitsrecht klären. Das heißt, diese Arbeit bleibt an einem selbst hängen. Das sollte man sich vielleicht überlegen, ob man das wirklich machen will. Aha, also worauf er ja ein bisschen... Wir sind dann quasi nur nachher die Nutzung. Also das tun wir, aber ob man diese Werke überhaupt verwenden darf für diesen Zweck, das muss man mit den Urhebern oder beziehungsweise mit, wenn es verlegte Werke sind, dann mit dem Verlag direkt klären. Also ich meine, da weißt du ja sicherlich gut drüber Bescheid, über das Projekt oder die Aktion von Johannes Kreidler, Product Placements. Das ist, glaube ich, das, worauf er anspielt. Genau. Das ist 2008 passiert, 70.200 Zitate in einer halben Minute. Und damit hätte er theoretisch den ganzen GEMA-Bürokratieapparat lahmlegen können. Ist das richtig? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ja. Dann erklär das bitte nochmal. Dann habe ich es, glaube ich, nicht ganz verstanden. Kleinen Moment. Ich rufe mir mal gerade die Pressemitteilung zu dem Thema auf. Mhm. Und, es war halt auch weit vor meiner Zeit, aber ja. Das ist natürlich immer... Das ist natürlich eine Story, die bleibt sozusagen. Ja. Jetzt muss ich mal schauen. Aktionskunst gegen das Urhebergesetz. Genau, es ging ja Herrn Kreidler weniger darum, quasi gegen die GEMA zu protestieren, sondern es ging um das Urheberrecht allgemein. Mhm. Der Künstler nimmt kleinsten Teile als Soundschnipsel aus 70.200 Werken genau in seinen Mix auf und macht daraus das elektronische Musikstück Product Placement, das eine Dauer von lediglich 33 Sekunden hat. Er geht davon aus, dass zur Anmeldung dieses Werks bei der GEMA 70.200 Formulare notwendig sind und hat dann diese Formulare auch tatsächlich in der Generaldirektion Berlin eingereicht. Möchte so seine öffentliche Diskussion über das geltende deutsche Urheberrecht anregen und auf dessen vermeintlich bestehende Mängel hinsichtlich der Nutzung von fremden Musikwerken für Neukompositionen aufmerksam machen. Ja. Komponisten, die GEMA-Mitglieder sind und neue Werke unter Benutzung fremder Werke schaffen, müssen diese unter Angabe der verwendeten Werke oder Motive bei der GEMA anmelden. Das Urhebergesetz sieht in diesem Fall folgende Einschränkung vor. Nutzt der Komponist fremde Werke oder Werkteile, die urheberrechtlich schutzfähig sind, muss er dazu die Einwilligung des Originalurhebers einholen. Das ist eben das, was ich gerade erzählt habe. Eine urheberrechtlich relevante Nutzung liegt nur dann vor, wenn diese fremden Werke dem neu geschaffenen Werk erkennbar zugrunde gelegt werden. Das heißt also, Soundschnipsel eher nicht. Das ist ein individueller Einzelfall. Das heißt, man muss das für jedes Werk selbstständig beanspruchen bzw. prüfen. Mhm. Das fängt dabei an, wenn ich jetzt 5 Töne vorsumme, dann weiß jeder, dass ich die Telekom meine. Mhm. Das sind 5 aufeinanderfolgende Töne. Kann auch noch kleiner sein. Das sind 4. Das erkennt jeder. Man muss das eben, wie gesagt, für den Einzelfall sehen. Und es muss aber trotzdem, das muss das Werk, das ursprüngliche Werk noch erkennbar sein, damit es überhaupt relevant wird. Ja. Also man kann es nicht jetzt an Sekunden oder an Tönen oder an Noten festmachen. Man muss es für den Einzelfall sehen. Das heißt, so, selbst sowas wie ein ganz charakteristischer Sound könnte auch schon, also wenn ein Sounddesign praktisch diese Schöpfungshöhe erreicht, ist der praktisch auch vom Urheberrecht mit eingefangen, ne? Richtig, dann haben wir aber, wie gesagt, dann sind wir noch lange nicht im Spiel. Ja. Es geht dann tatsächlich darum, dass, da halten wir uns auch raus, zum Beispiel, wenn es Streitigkeiten über so etwas unter GEMA-Mitgliedern gibt, müssen wir uns natürlich raushalten. Dann werden nur zum Beispiel unsere Ausschüttungen, dieses Werk betreffend, das streitig ist, werden für einen kurzen Moment eingefroren oder beziehungsweise bis das geklärt ist. Okay. Also wenn sich 2 Urheber irgendwie gegenseitig verklagen, wer bei wem geklaut hat, dann hält sich die GEMA natürlich raus. Mhm. Wir können höchstens sagen, wer wann was angemeldet hat, aber das teilen wir auch nur dem Gericht mit und nicht den gegenseitigen Urhebern. Das ist allerdings keine relevante oder beziehungsweise das sagt nichts aus darüber, wann das Werk tatsächlich entstanden ist. Also
den Urheberrechtsschutz genießt man ja auch ohne eine Mitgliedschaft in der Verwertungsgesellschaft. Ja. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wir kümmern uns lediglich um die Wahrnehmung der sich ergebenden Vergütungsansprüche und haben nichts mit dem Urheberrecht an sich zu tun. Das hat man so oder so an seinem Werk. Ich möchte aber direkt eine Frage dazu anschließen von Middle Design. Ist die GEMA auch für eine Überarbeitung des Urheberrechts oder wollen Sie, dass alles so bleibt wie jetzt? Wir sind für, wir halten eine Reform für dringend notwendig. Das, seit Jahren pochen wir an allen Fronten darauf, dass das Urheberrecht endlich reformiert wird. Ja, es ist einfach nicht mehr zeitgemäß momentan. Wie könnte das aussehen? Also wie sollte sich das ändern? Da sind andere Stellen als die PR-Abteilung damit beschäftigt, da Vorschläge auszuarbeiten und so weiter, die dann auch an die Politik gegeben werden, also an die Legislative. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht genau, wie konkret wir da tatsächlich mit unseren Forderungen werden. Weil, wie gesagt, wir sind nicht dafür zuständig, das Urheberrecht zu schreiben bzw. zu reformieren. Das sind andere Stellen. Wir können natürlich lediglich Wünsche äußern und vielleicht auch einfach mit Erfahrung unterstützen. Weißt du denn zufällig, also kann ja sein, was es zum Beispiel mit der Urheberrechtswahrnehmung bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers auf sich hat? Warum es diese... Eine normale Schutzfrist. Also, ja. Das ist ja zum Beispiel ein Punkt der Piratenpartei, die sagen, das ist eigentlich viel zu lange. Das sollen eigentlich nur 10 Jahre sein oder sowas. Da gibt es gute Argumente dagegen, die ich allerdings jetzt nicht vorliegen habe. Ja, okay. Das ist zum Beispiel auch eine Standardfrage, die uns immer wieder auf Facebook gestellt wird, beziehungsweise auch die Piratenpartei fragt das ja öfters mal. Oder beziehungsweise viele Stellen oder viele Mitglieder der Piratenpartei fragen sich das eben. Da gibt es eine relativ gute Zusammenfassung der Argumente, die dagegen sprechen, die Schutzfrist zu verkürzen. Mhm, okay, gut. Noch eine Frage von UhuTNO. Wieso darf die GEMA die Beweislast umkehren? Da gibt es noch eine kleine Ausführung dazu. Gemeint ist die GEMA-Vermutung. Was ist das und warum gibt es die? Ganz einfach. Das ist genauso wie zum Beispiel bei einer Garantie, wo ja der Hersteller dem Kunden beweisen muss, dass das Ganze, dass das Gerät funktioniert hat, als er es verkauft hat. Ist es bei uns auch einfach andersrum nicht möglich. Es ist nicht möglich, jedem die Musiknutzung nachzuweisen, sondern es ist eben Sache oder Seiten des Kunden, uns zu beweisen, dass die Musiknutzung nicht, dass kein Repertoire genutzt wurde, dessen Recht, wo wir die Rechte dran wahrnehmen. Mhm. Das heißt also, es ist einfach nicht möglich, dass wir quasi dann Mitarbeiter, keine Ahnung, zu einer Veranstaltung schicken, beziehungsweise dass die Mitarbeiter in der Zeit zurückreisen, um dann an der Veranstaltung teilzunehmen, um zu überprüfen, ob da GEMA-Repertoire zum Einsatz kam. Ja, oder ob nicht, ne? Das ist ja die Sache. Oder ob nicht, genau. Aus meiner Sicht ist das noch auch, diese GEMA-Vermutung ist auch noch aus einer Zeit, wo tatsächlich dann auch jede öffentliche Musik tatsächlich auch GEMA-lizenziert war, was ja heute nicht mehr der Fall ist unbedingt. Also es gibt ja viele oder viel, viel mehr Veranstaltungen als noch vor einigen Jahren, die völlig GEMA-frei ablaufen. Allerdings halten wir immer noch sehr, 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 sehr große Teile des Weltrepertoires. Also das sind immer noch über 90%. Immer noch über 90%? Dann wahrnehmen, ja. Okay, alles klar. Das ist, die Musik wird ja nicht weniger, also es verschwinden ja keine Stücke daraus. Was mich nur so ein bisschen nervt, ganz ehrlich, es gibt ja da diese Plakatkampagnen, wo die GEMA so ein bisschen versucht, ihr Image auch ein bisschen mit aufzubessern. Das kann man ja auch nicht verübeln, aber da steht dann immer sowas wie, ohne die GEMA gäbe es, keine Ahnung, den und den Song nicht oder den und den Text nicht. Die GEMA findet darin keine Erwähnung, sondern es geht um die Komponisten. Richtig, genau, darum geht es. Die GEMA gäbe es keine, ja, genau. Gut, dass du mich da nochmal korrigierst. Die Sache ist ja die... Die GEMA hat nur ein ganz kleines Logo in dieser Kampagne unten rechts in der Ecke irgendwo. Aha. Es geht tatsächlich darum, zu sensibilisieren, dass ein Werk nicht einfach so aus der Luft entsteht, sondern dass da Menschen dran beteiligt sind, die eben auch ihre Rechnungen haben. Mhm. Und die eben auch ihre Rechnungen bezahlen müssen. Und die auch durchaus ein Recht dazu haben, eben angemessen beteiligt zu werden, wenn ihre Musik genutzt wird. Ach so, okay. Und man nutzt diese Musik. Das tut jeder von uns. Als Endkunde muss man ja gar nichts irgendwie dafür bezahlen. Das hat man ja meistens schon.
Und allerdings wirklich, wenn man mit dieser Musik von unseren Mitgliedern Geld verdient, dann sollten unsere Mitglieder daran auch beteiligt werden. Okay, gut, dann können wir das so stehen lassen. So habe ich das gar nicht gesehen, aber gut. Dann habe ich noch eine letzte Frage und dann haben wir es. Was ist das Ergebnis der Petition vom 19.05.2009? Ich kann das nochmal gerne kurz vorlesen. Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass das Handeln der GEMA auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz bla 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 überprüft wird. Das hat ja auch, diese Petition hat ja auch, glaube ich, hunderttausende Unterschriften. 110.000 Unterschriften. Ja. Was ist daraus geworden? Ist ein ständiger, also wir werden immer mal wieder dazu befragt, beziehungsweise zu einzelnen Inhaltspunkten dieser Petition, beziehungsweise was sich halt eben aus den Anhörungen der Petenten ergeben hat, wenn sich da Rückfragen, das ist, also der Prozess läuft noch sozusagen. Es ist eine ständige Prüfung, beziehungsweise, ja, man steht eben in engem Kontakt mit den Abgeordneten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Ja, Mensch, okay. Peter, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ich würde sagen, wir halten mal so ein bisschen fest, dass in den nächsten Tagen noch irgendwelche ominösen News auf mich zukommen werden, die ich dann in meinem Blog eben poste. Dann halten wir fest, dass ihr eure Fragen alle gerne in der Facebook-Gruppe posten könnt, also Facebook GEMA-Dialog. Einen YouTube-Kanal habt ihr nicht, ne? Nein. Noch nicht. Ah, das kommt bestimmt auch noch. Und dann halten wir auch noch fest, liebe GEMA-Mitglieder, engagiert euch, geht zu den Mitgliederversammlungen, beschwert euch nicht irgendwie auf irgendwelchen Plattformen oder so, das bringt nichts, sondern ihr sollt da zu den Versammlungen gehen und eben euer Stimmrecht dann eben auch wahrnehmen. Mhm. Okay, gibt's noch ein Schlusswort von dir? Ich freue mich wirklich über die Möglichkeiten, hier mal in dieser Ausführlichkeit über die GEMA zu reden, beziehungsweise einfach uns auch mal vorzustellen. Ich hoffe, dass wir damit zumindest mal ein paar Sachverhalte erklären könnten oder konnten, die einfach Aufklärung bedürfen. Genau, und ich meine, das soll jetzt dabei auch nicht stehen bleiben, sondern letztendlich soll das eigentlich auch nur so ein bisschen den Ball anstoßen, so ein bisschen besser sensibilisieren, dass man einfach ein tiefgründigeres Verständnis hat und eben auf einem höheren Niveau irgendwie auch darüber weiter diskutieren kann. Ne? Es ist natürlich, ja genau, es ist alles diskussionswürdig, beziehungsweise natürlich lässt sich darüber vortrefflich streiten, ja. Nur bitte auf einem hohen Niveau und eben mit den notwendigen Hintergrundinformationen. Genau. Und dann sind wir jederzeit gesprächsbereit und ja. Wir lassen natürlich auch mit uns reden. Super. Dann bedanke ich mich sehr. Ich mich auch. Vielen Dank. Jo, mach's gut. Du auch. So, bleib bitte noch kurz da. Ja. Ich stopp nur eben die Aufzeichnung. Oh, jetzt brauche ich aber wirklich mal einen Kaffee. Ja, Prost. Genau. Ich habe auch meinen Kaffee hier die ganze Zeit getrunken, obwohl der auch schon kalt war.